Hallo meine lieben Freunde des Kanals, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich euch wieder ein ganzes Telefonat mitgebracht, was sich wie immer um die Trading-Abzocke dreht. Einfach nur Wahnsinn, was die Leute da in den Callcentern so fabrizieren. Ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung bei diesem, ja, wahnsinnigen Gespräch. Ja, hallo. Guten Tag. Hallo, Mäßig ist schon. Was für ein Ding? Hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Anton. Spreche ich mit Herrn Schoen? Ja. Also mein Name ist Vorname. Anton und ich... Oh, das ist Ihre Freunde? Das ist mein Vorname. Okay. So, ich rufe Sie, weil ich gesehen habe, dass Sie sich für einen Finanzmarkt interessieren und online Geld zu verdienen. Ja, und? Und ich hier bin bei Ihr Handelskonto zu aktivieren, helfen. Aha, steht das da so auf Ihrem Zettel? Okay, so, haben Sie Erfahrung mit dem Handel auf dem Finanzmarkt? Haben Sie Erfahrung? Ja. Okay, so, haben Sie Erfahrung mit dem... Haben Sie Erfahrung mit dem vollautomatischen System? Na klar. Okay, so. Wie alt bist du, Herr Sie, Schoen? Das heißt Sie und nicht Herr Schoen. Das andere okay, wäre der Nachname. English. Okay, do you speak English? Nee. Do you speak only German? Ja, wir sprechen hier ausschließlich Deutsch am Telefon. Okay, ich spreche ein bisschen Deutsch. Ja, das merke ich. Ja, ich komme von Schottland, ja? Das glaube ich nicht. Da passt der Akzent nicht dazu. Okay, so du registrierst in unsere Unternehmen, Stocks DC. Mhm. Da sind wir jetzt. Okay. So, haben Sie Interesse in die Handel oder nein? Ja, natürlich. Ja, natürlich haben Sie. Okay. Ja. So, in unsere Unternehmen. Nach der Aktivierung Ihres, sobald wir das Konto für Sie aktiviert haben, erhalten Sie in den nächsten 24 Arbeitsstunden einen Anruf von einem Senior Account Manager. Er wird Sie direkt in die Plattform einführen und Ihnen alles über unsere Plattform und den Finanzmarkt erklären. Und er richtet unser Wolle automatisches System für Sie ein. Aha. Und wir so schnell wie möglich mit der Generierung der ersten Ergebnisse und Gewinne beginnen. Ja? Ja. Okay. Und heute haben wir eine Aktion. Wenn du mit 250 Euro anfängst. Ja, schöne Aktion. Also der ruft mich an, labert mich erst auf Englisch voll. Wechselt sofort auf Deutsch, redet mich falsch an, verwechselt du und sie, wechselt zwischendurch wieder auf Englisch, wechselt dann wieder auf Deutsch und erzählt mir jetzt was von einem tollen Angebot. Ich glaube, das Gespräch hat sich eigentlich jetzt schon erledigt. Aber naja, geben wir dem Ganzen mal noch ein bisschen Zeit. Aber eins ist hier definitiv schon klar. Seriös kann das auf gar keinen Fall sein. Wenn Sie mit 250 Euro anfängst, gebe ich dir jetzt 250 Euro Bonus. Und 100% direkt, Bonus. Ja, und du fängst direkt mit 500 Euro an den Finanzmarkt. Ja? Mhm. Das heißt aber, Sie fangen an, nicht du fängst an. Okay, so haben Sie Interesse in investieren in 250 Euro? Ja, können wir machen. Okay, so. Für die Einzahlung akzeptieren wir ein Visa oder Mastercard oder wenn Sie keine Kreditkarte haben, ich kann schicke unsere Bankverbindung. Ja, ist alles vorhanden. Und eines Banküberweisung tätigen. Mhm. Okay, ist das gut für Sie? Mhm. Okay, so, Ihre E-Mail ist Hartmut
Hartmut dort Schimmeldern. Schimmeldöner? Ja, 2R. Mhm. Ja, das musst du da rein, weil das andere war schon blockiert, ja. Okay, so, mhm. Haben Sie die andere E-Mail? Nee, das reicht ja so. Okay, ich schicke zu Ihrer E-Mail ein E-Mail mit der unserer Bahnverbindung, okay? Ja. Nach dem eine Banküberweisung machen, müssen Sie schicken zu mir ein Foto vom Beleg. Und nach dem Schicken zu mir ein Foto, ich schicke die Foto zu unserer Finanzableitung und aktivieren Ihre Kontos, okay? Mhm. Okay, warten bitte einen Moment. So, haben Sie Online-Bank? Haben Sie Online-Bank? Was denn für eine Online-Bank? Ja, haben Sie? Ja, natürlich Online-Bank. Haben wir das alles da. Hm, das okay. Ist alles da. Okay, warten bitte einen Moment. So, und sagen Sie mir deinen Namen. Das nicht schon, ist schauen. Das ist der Vorname. Ja, Ihre Name. Und hier das steht ist schon. Da. Okay. Ja. Warten bitte einen Moment. Okay, so, einen Moment, schicke Ihre E-Mail, okay, copy Ihre E-Mail, okay, so, sagen Sie mir, dass kein Englisch sprechen, ja? Ja. Kein Englisch, okay, das ist nicht Problem. Okay. Das denke ich auch. Okay, warten bitte einen Moment. Okay. Ja. Okay, ja, so, in den nächsten 1 Minute ja. müssen Sie ein E-Mail in unsere Gmail. Ja, ist nicht da. Okay, warten bitte, müssen Sie sehen. Na klar. Das ist anders. Okay. Ein bisschen Zeit bitte. Können wir noch vertrödeln. Okay, warten bitte. Mhm. Haben Sie eine WhatsApp in Ihrem Handy? Nee. Einfach nur wieder der absolute Wahnsinn. Und der möchte irgendwie im Ansatz seriös rüberkommen. Eieieiei. Also ich finde es ja immer wieder erstaunlich, dass solche Leute da tatsächlich ja auch dramatischerweise Erfolg mit haben und ihre Opfer finden, die da ihr Geld einzahlen. Wer sowas macht, weiß ich nicht. Aber das hier ist doch einfach nur furchtbar. Also der stammelt sich da was zurecht, versteht überhaupt gar kein richtiges Deutsch, liest hier höchstwahrscheinlich auch wieder fast nur vom Zettel ab und die 3 Worte, die er kann, naja, die spricht er halt eben auch noch falsch aus. Aber das Schlimme und Dramatische an der Geschichte ist, dass das manche Menschen nicht interessiert. Die zahlen da einfach ihr Geld ein. Tja, und irgendwie Wahnsinn. Ich weiß es nicht. Aber vor allem, die kommen mit ihren Systemen nicht klar, die kommen mit der Sprache nicht klar, die stammeln sich irgendwas zurecht, die haben keine Fachkenntnisse, die reden immer davon, dass sie alle Informationen geben wollen und bei der Anmeldung helfen, ja, aber im Grunde genommen geht es jedes Mal nur um die Bezahlung. Ja, und solche Geschichten wie WhatsApp mit Bankgeschäften, na, ich glaube, da weiß jeder selbst, was er davon zu halten hat. Da braucht man die Leute gar nicht unterrichten. Es ist einfach nur Wahnsinn. Also WhatsApp und Bankgeschäfte gehört auf jeden Fall nicht zusammen. Und der hier, der gehört auch nicht mit irgendeiner Tradingbank zusammen. Denn das passt einfach nicht. Also demzufolge nach kann das ja nur einfach wieder Betrug sein. Keine. Okay. Okay, kein Problem. Warten bitte einen Moment. Okay. Okay, ich bin fertig. Okay.
Okay, ich schicke zu dir eine E-Mail. Sehen Sie die E-Mail? Ja, die E-Mail, das ist von Anton, von Stockdette. Okay, ich sehe das nicht fertig. Okay, Entschuldigung. Ist noch nicht da. Okay, refresh Ihre Inbox. Okay. Nee. Keine E-Mail. Nicht da. Ist kaputt. Okay. So, haben Sie WhatsApp, ja? Nee. Keine WhatsApp haben Sie. Okay, warte einen Moment. Ja. Okay, kann Sie sehen in Ihre Spam oder Junk? Da kann ich auch noch mal gucken. Ich öffne bitte Ihre Spam-Box. Ja. Beeindruckend ist hier auch definitiv, dass der ständig zwischen du und sie wechselt und irgendwie gar nicht so richtig mitkriegt, wo hier das Problem an der ganzen Geschichte ist. Des Weiteren ist es einfach nur peinlich, was der da macht. Tja, weiß ich nicht. Also es geht ja auch bei den Telefonaten am Ende immer nur irgendwie um die Einzahlung. Der ganze Rest, was das Unternehmen da so macht und was man davon hat und was das überhaupt soll und wieso der überhaupt anruft, das erzählen die einem einfach gar nicht. Und das ist halt tatsächlich das Verwirrende an der ganzen Geschichte. Denn eigentlich fängt es ja schon damit an, illegal zu sein, dass die einfach anrufen und ihre Firma da vorstellen und ein Verkaufsgespräch führen. Das ist einfach nicht erlaubt. Das ist und bleibt Telefonwerbung. Und das Schlimme ist, es ist Werbung für Betrug. Und keiner merkt's. Also, zumindest die nicht, die einzahlen. Dann gucke ich mal oder Spam-Ordner beim Sparen. Spam oder Junk. Spam- oder Sparenordner ist ja vom Prinzip das gleiche. Beides Müll. So, keine E-Mail. Nee, keine E-Mail da. Ich habe extra alles abgesucht. Okay. Ja. Ich schicke noch einmal. Warte bitte. Nehmen Sie sich ruhig Zeit. Okay. Jeder fängt mal neu an. Ich schicke zu dir noch einmal. Zu Ihnen. Ja, noch einmal die E-Mail. Okay. Ja. So, ich schicke noch einmal. Ja. Zu dir eine E-Mail. So. Okay. Okay, warte bitte. Ich muss für meine Kollege, okay? Ja, ja. Okay, warte einen Moment. Ja. Okay. Okay. Warten bitte einen Moment. Ja. Müssen Sie ein E-Mail von Alina in die nächsten 1 Minute? Ja. Okay. Ja. Ich
Okay, in diesem Moment, ja. Ich schicke zu dir eine E-Mail. Zu Ihnen. Du, Alina D. Stock.net. Sie, die E-Mail. Ich lade mal meinen Posteingang neu. Keine E-Mail, okay. Nee, ist so, nicht da. Ja, ich sehe. Wir haben ein Problem. Ja? So, kannst du ein WhatsApp? Nee. Download? Ich habe kein WhatsApp. Ich habe mal gehört, bei WhatsApp, da sind nur die Schwurbler. Okay. So. Kannst du WhatsApp herunterladen? Ja, aber das dauert ja, bis das dann alles fertig ist. Da muss man sich ja erst anmelden und verifizieren. Ja, und ja. Ich schicke zu dir eine Message in Ihre WhatsApp, okay? Ja, aber nicht, dass ich dann schwanger werde. Weil ich habe mal gehört, bei WhatsApp kann man noch schwanger werden. Haben Sie eine Kreditkarte oder Mastercard oder Visa? Nee. Okay, ich kann schicke SMS. Okay? Eine SMS? Ja. Okay, warten bitte einen Moment. Warten bitte, ein SMS zu schicken mit dem Bankverbindung. Okay. Das ist ein Firmenname, Name der Bank, IBAN. Okay. Warten bitte. Na klar. Ich schicke eine SMS und noch eine. Und noch eine SMS. Ja. Okay, so. Müssen Sie eine Banküberweisung tätigen? Eine Banküberweisung? Ja, eine Banküberweisung tätigen. Und ja. die Menge ist 250 Euro. Ja. Okay? Ja. Oh, okay, warten bitte einen Moment. Ja. Sagen Sie mir, in welche Bank? Machen Sie eine Banküberweisung? Nur von meiner. Okay, das ist eine Sparkasse, oder? Ja, bestimmt. Okay. Und in diesem Moment, ich gehe zu meine Manager. Du schicken zu dir eine E-Mail. Und ja. nach den Überweisung tätigen, müssen Sie ein Foto schicken zu mir vom Beleg. Vom Beleg und in unsere E-Mail. Ja. Okay? Okay. So, warten bitte einen Moment, okay? Ja. Hallo, hören Sie mich? Hallo, Sean, hören Sie mich? Ja, ich kann Sie hören. Grüßen Sie, Herr Sean. Also, bitte Manager, Sie haben gerade mit der Kollege Anton gesprochen. Er hat Ihnen als ganz normales Handy-Nachricht die Bankverbindung zugeschickt, okay? Und er wird Ihnen auch zuschicken, auch als Handy-Nachricht, die E-Mail-Adresse. Bitte auf diese E-Mail-Adresse, wenn Sie die Überweisung tätigen, einfach einen Screenshot oder ein Bildschirmfoto machen und zurück auf diese E-Mail-Adresse zuschicken, damit wir gleich die Transaktion nachweisen können, okay? Ja, aber die SMS ist aber noch nicht angekommen. Also, okay, frage ich nur schnell der Kollege, okay? Einen Augenblick bitte. Ja. Okay, er sagt mir gerade, dass also er noch einmal versuchen wird, okay? Ja. Wenn nicht, haben Sie WhatsApp? Nee. Okay, alles klar. Ach, also er hat schon gefragt. Okay, dann warten wir nur einen Augenblick. Er wird jetzt gleich nochmal versuchen, okay? Ja. Okay.
Okay, er hat gerade den Nachricht zugeschickt, okay? Ich glaube, nach einem Augenblick sollten Sie kurz die Nachrichten kontrollieren. Welche jetzt? SMS? SMS. Ja, ist noch nicht da. Noch nicht da? Nee. Okay, Moment. Mhm. Und haben Sie noch nichts bekommen? Nee, ist noch nicht da. Nichts angekommen. Ja, und dann hat er einfach aufgelegt. So wie man sich das halt eben von den Betrügern immer wieder vorstellt. Man kennt's ja nicht anders. Am Ende legen die dann einfach auf, wenn sie nicht weiter wissen. Aber war schon lustig. Der Erste, der hat's ja hier ziemlich lange versucht. Und naja, man hat's ja bemerkt. Zwischen du und sie gewechselt, zwischen, weiß ich nicht, also er wusste ja überhaupt nicht so richtig, worauf er hinaus will. Und dann ist der Zweite eingestiegen zur Unterstützung und der hat's dann auch nicht geschafft und dann einfach das Gespräch beendet. Wahrscheinlich hat der dann wenigstens begriffen, dass das Ganze hier nichts mehr bringen wird. Ihr seht jetzt hier noch eine Playlist mit weiterem Wahnsinn auf dem Kanal. Ich meine, die Leute, die die Videos schon kennen, für die ist es ja eher Unterhaltung. Aber die Leute, die eben Videos eben noch nicht kennen, für die ist es auf jeden Fall Aufklärung. Von daher teilt sehr gerne die Inhalte mit euren Freunden, Verwandten, Bekannten, mit allen, die ihr kennt. Umso mehr Menschen Videos sehen, umso weniger Menschen fallen auf den Quatsch darauf eben ein. Ganz klar. Zeigt's mir mit einem Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Wer möchte, abonniert gerne den Kanal. Dann verpasst ihr auf jeden Fall nichts mehr, wenn ihr noch das Klingelglöckchen aktiviert. Dann gibt's auf dem Handy immer eine kleine Push-Benachrichtigung, wenn ein neues Video draußen ist. Die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.